Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Genau, genau. So, wir haben wieder viel, viel zu tun. Wir haben Mitte Herbst gerade und ja, ich habe beim letzten Mal diesen Holzschuppen hier platziert und dazu auch das dekorative Holzlager. Ja, gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ich habe so ein bisschen überlegt, vielleicht hier vorne ein paar Baumstämme hinzulegen, noch so ganze. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Projekte gibt es auf jeden Fall wie Sand am Meer und wir müssen mal gucken, was wir jetzt machen. Viel Spaß und damit, let's go. Wollen wir das einfach mal ausprobieren mit diesen Holzstämmen? Habe ich noch ein paar im Inventar oder nehme ich mir jetzt was aus dem Lager? Ich muss erstmal das, was ich gelootet habe, hier loswerden. Holzstämme habe ich noch 2. Ja, naja, die reichen doch. Die reichen doch dafür. So, legen wir mal hier hin. Ja, sehr gut. Und den zweiten auch. Boah, der ist perfekt gefallen. Der ist perfekt gefallen. Ja, das sieht cool aus. Das sieht cool aus, das lassen wir so. Einfach so random 2 Holzstämme. Schön, schön. Oh, ich muss was essen. Und ich habe noch gesalzenes Fischfilet. Da muss ich zwar gleich noch was trinken, aber wir können sowieso mal das, was wir gelootet haben, ab in die Kiste vom Nahrungsmittellager legen. Das auch gerade halb voll ist, ne? Also Nahrungsmittellager 2, wenn wir das noch freischalten, wäre ganz cool. Wo können wir denn bitte Töpferware herstellen? Wo ist das? In der Schmiede? Nee, sicherlich nicht. Wo können wir das denn machen? Töpferware. Ach ja, ah, Töpferscheibe. Lol, das habe ich ja noch nie gesehen in dem Ding. Ich lerne mal so einen Tonkrug hier und würde gerne mal so Tonkrüge herstellen aus dem Ton, den wir jetzt haben. Einfach mal, um zu wissen, wie viel kriegen wir denn dafür? Weißt du, was ich meine? Ist das so eine Ressource, die wir verkaufen können? Boah, viel zu viel Ton mitgenommen. Stellen wir einfach mal 39 Tonkrüge her. Warum auch nicht? Tonkrug. Ach, du Heilige. Den kann ich für 3 verkaufen. Für 1,5. Ich gerne mal die Hälfte. Oha. Aber wir können Deko herstellen daraus. Nee, dafür brauchen wir Tonvase. Und wir haben gerade mächtig viel Material für einen Tonkrug verschwendet. Was ist denn eine Tonvase? Tonvase. Schalte ich auch mal frei. Vielleicht können wir hier vorne so ein paar Tonkrüge hinwerfen als Deko. Ja, moin. Tschüss. Einfach weggeglitscht. Nee, das sieht kacke aus. Die sind ja auch viel zu klein. Ich dachte, die sind groß. Tonkrüge sind echt scheiße. Die sind so für, wenn wir nachher eine Schenke haben, eine Taverne, können wir die auf die Tische stellen, Tonkrüge. Lass mal lieber Vasen herstellen. Nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen Ton und stellen mal ein paar Vasen her. Neues Level in Produktion, das wollte ich doch auch. Sehr schön. Baubesessenheit. Schnelleres Bauen, Effekt addiert sich bis zu einmal. Nee, das können wir, brauchen wir nicht. Geübter Baumeister, 5% geringerer Ausdauerverbrauch beim Bauen. Das klingt nach etwas, was wir gebrauchen können. Wie groß ist jetzt so eine Tonvase? Was ist eigentlich, für wie viel kann man die, egal. Das, also fürs gleiche Geld kann man die verkaufen. Verdammt. Aber die ist doch schon mal ein bisschen größer. Wenn man da jetzt noch eine Blume reinsetzt, GG. Aber es gibt leider im Herbst keine Blumen. Zumindest keine gesehen. Gänseblümchen oder so, Löwenzahn, gibt's hier leider nicht. Okay. Also werfen wir die Tonvasen auch erstmal ins Lager. Ich wollte noch eine Idee ausprobieren, die ich hatte. Und zwar nehme ich mal hier ein paar Steine. Ich bin jetzt in diesem Fieber mit dem Gegenstände hinwerfen und gucken, wie die dann aussehen. So wie hier. Ja,
Hier passt's ja. Und hier würde ich gerne was ausprobieren. Johanniskraut. Warte mal, Johanniskraut? Kann man das in eine Vase tun? Ich glaube schon. Tja, ist das cool oder ist das scheiße? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Also erstmal finde ich es gar nicht so verkehrt. Aber da gibt es bestimmt was Besseres. Da gibt es bestimmt so ein halb hohes Mäuerchen oder so, was wir wieder hinlegen können. Ich glaube, das ist mit den Steinen hier ein bisschen... bisschen gut gedacht, aber schlecht umgesetzt, sage ich mal. Aber ich muss was trinken. Mit Johanniskraut kann man tatsächlich Tonvasen füllen. Schön, dann mache ich das doch mal. Man sieht, ich habe wieder genug Geld, um irgendwelchen Spaß hier zu machen, ne? Warte mal, kann man das auch... wie macht man das? Pflanzen. Blumentöpfe. Topf aus Ton? Achso, das kann ich herstellen, lol. Rechteckiger Blumentopf aus Stein. Ah, man kann richtige Blumentöpfe herstellen. Ah. Aber es hat nichts mit diesen Vasen zu tun, ne? Die ich trotzdem noch platzieren kann. Ach so, okay. Boah, echt dumm, dies zu platzieren hier. Ja, so vielleicht. Okay, und das mit den Blumentöpfen, das muss ich mir nochmal angucken. Pflanzen, Blumentöpfe. Alter, das kostet einfach ultra viel. Ich mache mal einen aus Holz. Da kostet mir das Schemata nicht so viel. Zwei Bretter. Ah, okay. Und dann kann man da was reinpflanzen. Cool. Okay. Na, da platziere ich mir ein paar von. Hier tun wir einen hin. Da tun wir einen hin. Vorne fühle ich einen. Hier. Und da. Und hier. Müssen wir dann im Frühjahr ein paar Blumen pflanzen. Und dann dürfte das gar nicht so schlecht aussehen. Ich gehe nochmal schnell Dünger machen. Zeig euch das natürlich nicht, damit ihr nicht wisst, wie man Dünger machen kann. Das ist mein Geheimnis. So, Dünger hergestellt und ich gehe schlafen. Macht's gut, gute Nacht. Du bist der Letzte, der hier noch sitzt, ne? Naja, okay. Ciao. Müssen wir noch eine zweite Feuerstelle irgendwo im Dorf arrangieren, damit sich da mehr hinsetzen können, einfach. Vielleicht hier so im Garten. Ich glaube, das würde ich führen. In meinem Garten? Es wird ja nicht mein Garten bleiben, aber... Was ist das hier eigentlich? Wegwarter. Kann man die da auch pflanzen? Die sieht ja schön blau aus. Ui. Ja, doch. Blau finde ich cool. Fetzt. Okay. Achso, ich wollte nochmal auf die Felder gucken. Wir haben jetzt den letzten Tag Herbst. Immer am letzten Tag der Jahreszeit. Schauen, ob die Felder funktionieren. Und ob hier alles gesät wurde und so. Hier ist alles... Unbesät, aber gedüngt. Gesät und gedüngt. Hier fehlt wieder der Dünger dann, ja. Aber das sehen wir ja im Frühjahr erst aus. Ist also okay. Hafer wurde geerntet und wird auch gerade gedüngt. Schön. Das heißt, können wir... Was dreschen? Ja, auf jeden Fall den restlichen Hafer. Okay, dreschen wir mal den Hafer. Ich würde jetzt aus dem Haferkorn, dem Stroh, was ich gerade geerntet habe, und dem Roggen, zumindest die größere Menge davon, erstmal ein bisschen Tierfutter machen. Weil ich glaube, wir haben wieder ein bisschen wenig Tierfutter. 88 Tierfutter. Naja, denn let's go. Wie viel Kalkstein haben wir jetzt? 55.
Ich würde da mal schon mal versuchen, das ein oder andere Steinhaus jetzt mit zu verputzen. Vielleicht das hier erstmal von Hanuta. Ah ja, sehr gut. Schön, schön, schön. Ich hab vergessen, wie gut das aussieht. Damit mein Heul im Winter nicht friert. Naja, gut, so viel war es jetzt auch nicht. Aber ich kann ja mal gucken, wie viel macht denn der Grabuschuppen am Tag? 22 Kalkstein. Das ist nicht viel, obwohl er schon Gewinnung 4 hat. Naja. Aber er trainiert ja noch. Haben wir eigentlich, wie viel können wir in den Grabungsschuppen an Leuten platzieren? 2. Ah ja. Wir könnten uns noch jemanden suchen für den Grabungsschuppen. Wir haben ja jetzt auch wieder Kapazitäten, sag ich mal. Kapazitäten. Dann reite ich mal in die größere Stadt und such mir da jemanden, der gut in Gewinnung ist. Für den Grabungsschuppen. Bitte nochmal gucken, ob hier endlich was gerespawnt ist oder ob das überhaupt gar nicht mehr respawnt hier. Hier ist leer. Alles leer, ne? Ich den Besen mitnehmen? Ich hätte gerne den Besen. Nope, das respawnt ja anscheinend auch nicht mehr. Sehr, sehr schade. Irgendwas in den Fenstern vielleicht vergessen? Ich könnte die Quest da oben rechts auch noch fertig machen. Dafür brauchen wir ein Weizenbrötchen, Trockenfleisch und Trinkschlauch mit Wasser. Das kriegen wir ja auch alles in der Stadt hier. Könnten wir vielleicht die Quest noch fertig machen, dann kriegen wir noch Reputation dazu, könnten vielleicht noch jemanden dazu holen in unser Dorf. Mal sehen. Einmal ein Trockenfleisch. Ein Weizenbrötchen hast du nicht, ne? Aber vielleicht hast du einen Trinkschlauch. Trinkschlauch mit Wasser. Einmal. So, jetzt brauchen wir noch ein Weizenbrötchen. Weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Aber gibt's hier bestimmt auch. Vielleicht Edda. Hm? Du hier? Hast du ein Weizenbrötchen? Du siehst aus, als hättest du fast alles. Meerkornbrot. Weizenbrötchen, hier. Mach's gut. So, und jetzt besorgen wir uns den Typen da. Ey, warte mal. Ich habe ja selber Hunger. Gib mir mal irgendwas. Irgendeinen geilen Scheiß. Apfelbrei. Nehme ich dir zweimal ab. Top. Hat geschmeckt. Gerne wieder. Tschüss. Jemand, der in Gewinnung gut ist. Brauche ich jetzt. Du bist in Gewinnung gut. Dich wollte ich ja sowieso schon mal kaufen, ne? Kaufen. Katalogbraut. Nehme ich mit. Ja, wir sehen uns dort. Der Holzschuppen hat schon wieder kein Werkzeug. Digga. Was ist da los? So, du musst jetzt auf jeden Fall in ein Haus, wo noch niemand drin wohnt. Das da. Und du darfst arbeiten im Grabungsschuppen. Erfahren. Bevor ich jetzt aber Äxte mache, mache ich erstmal die Quest fertig. Weil wir haben eigentlich genug von Holzwaren, die jetzt aus dem Holzschuppen kommen. Wir könnten eigentlich auch mal den Weg lang reiten. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo Loot. Oder Verbrecher. Verbrechers. Einmal geradeaus nach Ostoria, ja. Da wollen wir hin. Loot? Sehe ich irgendwo Gangsters? Nee. Gut. Können wir den Loot einsammeln? Sind ein paar Bretter auf jeden Fall, sehe ich jetzt schon. Oh, Weizen. Mhm. Und eine Steinsichel. Nice.
Also es ist in dem Fass ein Holzhammer und 123 Münzen. Geht. Ganz in Ordnung, der Loot. Sind das Gangster? Oder chillen die da nur? Oh. Oh. Potato Aim. Hast du was für mich? Nee, hast du nicht. Mann. Ich hab auch keine Axt dabei. Ihr habt eine Steinaxt, okay. Gut. Taktischer Rückzug. Steinaxt. So, jetzt habt ihr verloren. Nicht mehr viel live. Bin tot. Nicht gut. Mein Esel ist jetzt irgendwo da ganz hinten. Das war nicht so clever. Hier liegt Brennholz rum. So, was nehmen wir denn mit? Bronzespeer? Ich mache keinen Nahkampf. Ich nehme mal den Recurve-Bogen mit. Und die Kupferäxte, die 5, die ich da noch habe, habe ich ganz vergessen. Die tun wir mal ins Lager, damit die... Damit die Leute vom Holzschuppen arbeiten können. So, Recurve-Bogen auf die 5. Jetzt geht's euch an den Kragen, ihr Gangsters. Oh oh, er kommt, er kommt, er kommt. Zwischen die Augen. Oh, habt ihr gesehen, wie der gedodged ist? Das gibt's ja gar nicht. Boah, der hätte mich nicht nochmal erwischen dürfen. Krass. Er hatte aber auch einen Kupfersperr, ne? Deshalb hat er so gedrückt, ey. Weil die wären schon, schwerer, die Boys hier. Und so, wenn mich nicht alles täuscht, hatte der hier sogar eine Eisenaxt. Ja, eine Eisenaxt einfach. Die sind ja gemeingefährlich gewesen. Nee, das ist ja gar nicht. Ja, und Hauptsache saufen hier im Unterschlupf, ne? Ich meine, es ist auch klug, sich als Wegelager hier genau auf die Mitte zu setzen, ne? Wo jeder dran vorbei muss. Ansonsten war hier nichts, ne? Ne. Okay, und den hier habe ich schon gelootet, oder? Ne, noch nicht. Okay, Esel, du hast alles überlebt. Du hast hier schön die Stellung gehalten, sehr gut, vielen Dank. So, Junge, ich habe den Scheiß, den du haben wolltest. So, warte auf die nächste Alter, solche Quests kann ich ja leiden. Warte auf die nächste Jahreszeit. Boah, geht mir das schon wieder auf den Sack. Könnt jetzt ausflippen. Das ist schlecht. Ich dachte, ich kann hier gleich einen mitnehmen. Nö. Warte auf die nächste Jahreszeit. So, ich lade mal kurz ab, was ich jetzt alles so gefunden habe.
Eisenaxt behalte ich, glaube ich. Holzhammer kann hier rein. Holzschale kann hier rein. Ich mache nochmal schnell Dünger. Ey, so oft, wie man hier Dünger machen muss. Was? Hätte ich gerne einen NPC, der genau das macht, was ich eben auch gemacht habe. Dung einsammeln, um Dünger herzustellen, aber... Leider nein, leider gar nicht. Also... Das bisschen, was hier ankommt, 25 Dung. Ich habe fünfmal so viel eben gesammelt bei der Runde, die ich gemacht habe. Und im Eselstall ist ja einfach keine Option, dass man aus dem Dünger gewinnt. Ich meine Dung. Und dann Dünger draus macht. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Wird man auch die neuen Kirschbaumsetzlinge pflanzen? Ich habe ja nochmal welche gekauft in der letzten Folge, irgendwie so. Und in den Kirschhainen, da fehlen natürlich noch ein paar und ich wollte da drüben noch eine Reihe machen. Ja, und im Großen und Ganzen wird das hier auch noch größer werden, dieses Kirschanbaugebiet. So, habe ich noch eine Hacke? Holzhacke. Auf der 4. Okay. Auf der Seite auch nochmal 6 Kirschbäume gepflanzt. Jetzt kommt der Zaun. Okay. Dann können wir auch gleich den Zaun noch setzen. Aber erstmal werde ich was trinken. Weil mein Charakter nervt mich jetzt schon. Ich möchte die ganze Zeit was trinken hier, was trinken da, was trinken hier. Mann, Gott. Mann, Mann, Mann. Einfach über 500 Holzstämme. Und es ist, ihr glaubt es mir nicht, aber es ist immer noch derselbe Bronzehammer, den ich schon seit 15 Folgen verwende oder sowas. Der hat jetzt ein Drittel Haltbarkeit verloren. Ein Drittel völlig OP. Völlig OP. Okay, Zaun ist gesetzt. Gut aus. 2 Reihen Kirschbäume wird jetzt erstmal fürs Erste reichen. Was heißt fürs Erste? Also wir werden bis zur ersten Ernte, Kirschernte, werden wir das jetzt erstmal so fahren. 2 Reihen Kirschen. Und irgendwann werde ich, glaube ich, hier hinten anbauen. In die Richtung. Aber jetzt reicht es erstmal so. So, dann gehen wir mal in den Winter, würde ich sagen, oder? Ab in die kalte Jahreszeit, das heißt wieder umziehen. Schön warm, muckelig umziehen. Ich liebe es einfach, wenn wieder alles weiß ist. Finde ich cool. Eigentlich könnte ich die Klamotten auch mal in meine Kiste tun, ne? So, jetzt sehe ich wieder einen Zopf. Sehe ich wieder abgefahren aus. Oh, Hanuta steht wieder vor ihrem Haus. Wir versuchen es. Vielleicht wird es eine Winterhochzeit. Hallo. Ach, das ist gar nicht Hanuta, das ist Lotus Lover. Jetzt hatte ich schon krass. Die hat zu mir gesagt, tut mir leid, ich bin verheiratet. Ich so, hä? Seit wann? Wo ist Hanuta? Hanuta! Da ist er. Den Rücken erkenne ich überall her. Hanuta, hi, wie geht's? Wie geht's dir, meine Schöne? Es mag seltsam klingen, aber ich fühle mich zu Hause, wenn ich bei dir bin. Vielleicht ist das schon was. So, der erste Wink mit dem Zaunfall. Plus 7. Sehr schön, 91%. Ich kann die Faulheit in Menschen nicht ausstellen. Dein Fleiß sollte ein Ansporn für alle sein. Safe. 10%. Höchstmögliche Zuneigung erreicht. Höchstmögliche Zuneigung. Jetzt geht's los, meine Freunde. So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt. Und das macht mir Angst.
Aber lieber verbringe ich mein ganzes Leben in Angst, als auch nur einen Atemzug mehr ohne dich als meine Frau zu tun. Let's go. Du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Verheiratet. Ja. Jetzt können wir einen Nachkommen zeugen. Und ich werde mal gleich mal mit ihr in das Haus umziehen. Das heißt, wie machen wir das jetzt am besten? Ich weiß nicht mehr, wie man es machen musste. Guck mal, Lotus Lava ist jetzt nicht mehr... Die kann wieder eingesetzt werden. Die kann wieder eingesetzt werden. Die hat 3 in Gewinnung, ne? Ja, dann kommst du einfach in den Holzfäller, der im Dorf ist. Warum nicht? Da kannst du arbeiten drin. Das einfache Haus, was noch frei ist, ne? Das ist das, glaube ich. Okay, jetzt sind wir im einfachen Haus. Da vorne ist jetzt mein Haus. Und das andere hinter dem Bretterzaun, das können wir jetzt neu vergeben. Schön, schön, schön. Das ist jetzt mein Haus? Dann müssen wir das noch fertig abdichten. Sonst kann ich da nicht drin leben. Sonst will ich da nicht drin leben. Nee, nicht zerstören, verputzen. Meine Güte. Hätte auch hoch auf den Berg ziehen können, aber ich finde, da bin ich so weit weg vom Geschehen. So. Fertig verputztes Haus. Toll. Ich auch einen Bretterzaun mache? Warte mal, wo ist nochmal das Tor? Ich will das Tor haben. Das soll schon... Hier wohnt der Bürgermeister mäßig aussehen. Stecke ich mal mein Grundstück ab. Ungefähr bis hier. Oh nein, das muss man nochmal wegmachen. Ich habe den verkehrt herumgebaut. Das meine ich eben. Das passiert einem recht schnell mit dem Bretterzaun. Den muss man richtig rum hinbauen. Ja, okay. Finde ich gut. Braucht man natürlich etliche Sandbrettern und so. Aber das wird schön. Schönes kleines, hier kommt mein Pool hin. Schönes kleines Grundstück. Top. Aber ich glaube, das werden wir beim nächsten Mal fertig bauen. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, den Like und einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.